Peace Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch meine latest Pickups, die Sachen, die ich mir zuletzt gekauft habe. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. In diesem Video zeige ich euch meine latest Pickups, wie gesagt, Sachen, die ich neu in meinem Kleiderschrank habe. Ich kann schon mal vorwegnehmen, nicht alles, was hier hängt, werde ich behalten. Da sind zwei, drei Dinge dabei, wo ich einfach im Vorfeld darüber gesprochen habe, die ich euch zeigen möchte. Und wo ich sage, nee, das gefällt mir leider nicht. Egal, wie gesagt, wir fangen jetzt erstmal an und dementsprechend fangen wir an mit dem ersten Piece. So, das erste Piece, was ich mir gekauft habe, und zwar ist das jetzt auch schon ein paar Tage her, und zwar vor meinem Sommerurlaub, ist mein Essentials Hoodie. Ich habe den aber noch nicht vorgestellt in irgendwelchen Pickup-Videos, deswegen habe ich den jetzt hier mal mit reingenommen. Der ist auch gut benutzt und ist wirklich ein astreines Piece. Also wie gesagt, wenn Essentials-Sachen rauskommen, stellt euch wirklich den Wecker, die Sachen sind mega nice. Preis-Leistung passt auf jeden Fall und sind auch heiß begehrt, sind immer schnell ausverkauft. Und ich habe den hier noch bei Essence gekauft und Fit und etc. seht ihr hier auch noch im Video eingeblendet. Ist wirklich 1A, Qualität, Dicke, Steifigkeit, das ist immer wichtig. Eine schöne Kapuze hat der Pullover, hat hier auf der Brust diese, ich sag mal, 3D-artige Gummiprint mit Essentials drauf. Das müsste für mich jetzt nicht sein. Ich hätte ihn lieber blank, aber ist im Endeffekt jetzt drauf. Ansonsten ein kleines Merkmal, der hat hier an dem Ärmel auch nochmal Essentials drauf und hat halt einen mega guten Fit. Size, die ich trage, ist Size M. Also wenn ihr euch sowas mal kaufen solltet, denkt daran, die fallen sehr, sehr groß aus. Wie gesagt, das ist jetzt eine Size M. Ich würde sagen, wenn ihr euch einen normalen Hoodie kauft, ist das fast eine XL. Eine L bis eine XL und dementsprechend, ja, sehr, sehr nice. Checkt auf jeden Fall Essentials ab. Die neuen Sachen kommen auf jeden Fall bald raus. Und ich sag mal, wenn ihr jetzt da up to date sein wollt, am besten folgt ihr den auf Instagram und da habt ihr auf jeden Fall den Überblick. So, machen wir weiter mit zwei T-Shirts und die habe ich fast zum gleichen Zeitraum gekauft. Und zwar sind das meine Ami Paris T-Shirts. Ich habe die hier einmal in einem Creme-Weiß und einmal in einem Braun. Ich habe jetzt hier gerade leider feststellen müssen, dass ich das nochmal in die Wäsche schmeißen muss. Hier ist ein Fleck drauf, aber prinzipiell sind die T-Shirts genau gleich. Dieser braune Colorway gefällt mir extrem gut. Merkmal von diesen T-Shirts ist natürlich ein oversiziger Fit und hat hier dieses eingestickte Herz mit dem A auf der Brust. Beide T-Shirts sind, wie gesagt, identisch, sowohl von der Passform als auch von den Merkmalen. Hinten im Nacken hat man nochmal ein kleines Army, das seht ihr hier, eingestickt und sind sehr, sehr coole T-Shirts, sind wirklich dick, also sind nicht leichte T-Shirts, sind schon dicke, schwerere T-Shirts und wie gesagt, vom Fit, Materialien sehr nice, natürlich der Preis spricht auch Bände, sind nicht ganz so günstig und ja, falls ihr euch dafür entscheiden sollt, auch dafür findet ihr unten in der Infobox wie immer einen Link, wo ihr das Ganze abchecken könnt. Dicke Empfehlung ist eigentlich ausgesprochen und ich bin mega happy mit beiden T-Shirts. So, kommen wir zu einer neuen Jacke, die ich habe. Und diese Jacke ist von Sandro Paris, wie ihr seht, in einem sehr, sehr schönen Colorway, in so einem beige-braun, hat so einen leicht filzigen Stoff, leicht nicht ganz so dünn. Ich habe noch mal eine ähnliche Jacke gleich von H&M am Start, die im Prinzip ähnlich aussieht, aber aus einem ganz anderen Material ist. Und die ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Übergangsjacke für den Herbst. Kann man dazu easy noch einen Hoodie drunter ziehen etc. Wirkt sehr, sehr hochwertig und auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Auch hier, man merkt schon die Qualität von Sandro Paris, also ist jetzt kein günstiger Artikel, aber wie gesagt, Preis, Leistung passt meiner Meinung nach auch. Man zahlt natürlich auch den Namen, aber auch, ich sag mal, Schnitte, Materialien etc. sehr, sehr cool. Und dementsprechend auch mit dieser Jacke bin ich mega happy. So, kommen wir zu etwas, was ich mir relativ kurzfristig, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe mir das Ganze vor dem Sommer bestellt, hatte aber dann einen Fehler in meiner Adresse mit drin, dann ist das Ganze wieder zurückgeschickt worden und die Sachen sind jetzt vor ein paar Tagen angekommen und hier kommt nochmal ein kleines Unboxing bzw. ein Review dazu. Und zwar habe ich mir Sachen von diesen, ich sag mal, in der Art Essentials H&M Geschichte, das ist jetzt keine Essentials, aber die Sachen sahen ziemlich ähnlich aus wie diese Essentials Kollektion, relativ basic, leicht oversized, dick. Dicke Klamotten und sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich habe gleich noch einen Hoodie und eine Hose davon am Start. Und hier habe ich die beiden Oversize-T-Shirts. Ich muss sagen, ich bin schwer überrascht. Diese gefallen mir extrem gut. Der Stoff ist wirklich schön dick, also ähnlich wie der von Ami Paris. Schon eine kleine Kaufempfehlung hier wirklich, weil das Ganze preis-leistungstechnisch wirklich gut ist. Ich habe hier die Größe M und hier die Größe L. Größe L werde ich auf jeden Fall nicht behalten. Ich habe jetzt gerade spontan entschieden, das könnt ihr hier in meinem Video gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, das werde ich an euch verlosen. Hat einen sehr, sehr coolen Fit.
müsst ihr am Ende des Videos einfach mal kurz abchecken. Nichts Besonderes und ja, M werde ich auf jeden Fall behalten. L geht an euch, ist für mich leider ein Ticken zu groß und bevor ich das Ganze zurückschicke, gebe ich da einfach das T-Shirt an euch ab. Wie gesagt, alles, was ihr dafür machen müsst, findet ihr am Ende des Videos, aber sehr, sehr coole T-Shirts und wirklich eine dicke Empfehlung. Fit. Materialien wirklich sehr nice. So, dann kommen wir zu der anderen Workwear Jacket und zwar diese hier von H&M. Und da muss ich sagen, Leute, die ist wirklich astrein, hat einen sehr, sehr coolen Stoff. Ein bisschen dünner, wie gesagt, nicht aus so einem filzartigen Stoff, sondern eher wirklich, fühlt sich so ähnlich an wie so ein, ja, wie soll man sagen, wie so ein dickerer Hemdstoff. Ich habe jetzt hier XL und ich habe es bewusst in so groß genommen, weil ich da bewusst einfach mal ein Hoodie drunter kombinieren möchte, etc. Das Ganze soll ein bisschen lockerer wirken, nicht so eng geschnitten. Ich habe ähnliche Jacken auch noch an enger, wodurch ich dann Hemd zu anziehe oder sonstiges, aber in dem Fall habe ich das Ganze bewusst ein bisschen locker gewählt. Ist in einem sehr, sehr coolen Colorway. Ich finde dieses Creme-Weiß wirklich extrem gut und hier spricht auf jeden Fall der Preis auch Bände, weil das Ganze kostet gerade aktuell 19 Euro. Ist eine sehr, sehr coole Übergangsjacke und wie gesagt, checkt das auf jeden Fall ab. Auch hier findet ihr unten einen Link in der Infobox. So, und dann kommen wir zu diesem, ich sag mal, H&M, ja, ich sag mal, ich würde es fast nennen Essentials Style Klamotten. Und zwar hatten die eine Kollektion rausgebracht vor gar nicht allzu langer Zeit, die auf der Startseite war. So basic, ich sag mal leicht oversized Basics. Und in dem Fall habe ich jetzt hier den braunen Hoodie und die braune Hose. Und ich muss leider zugeben, dass ich das Ganze nicht behalten werde, ähnlich wie mit dem weißen T-Shirt, was ich aber jetzt an euch verlose. Werde ich den Hoodie in dem Fall aber zurückschicken und die Hose leider auch, weil mir der Hoodie einfach von, also die Hose gefällt mir extrem gut, muss ich dazu sagen. Ist wirklich eine nice Hose, aber ich finde es ein bisschen schwierig, eine braune Hose. Ich finde die Kombo eigentlich ganz cool, wenn man da, ich sag mal, ein paar coole Sneaker zu anzieht. Dann hat man auf jeden Fall eine coole Kombo, aber dadurch, dass ich den Hoodie zurückschicke, werde ich die Hose auch nicht behalten. Wie gesagt, fit ist wirklich von der Hose 1A, nur der Hoodie hat mich sehr, ich sag mal, ein bisschen enttäuscht. Ich finde ihn ein bisschen zu labberig, ein bisschen zu weich, die Kapuze steht nicht richtig, etc. Also Preis-Leistung, ja, ist Geschmackssache. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich finde einfach, wenn man im Vergleich dazu einfach so einen Essentials Hoodie nimmt, sitzt und fällt er einfach viel, viel besser und dementsprechend habe ich mich hierfür, ich sag mal, dagegen entschieden. Ich werde mir nochmal einen braunen Hoodie anschauen. Entweder hole ich mir halt einen von Le Faster Young oder ich werde mir einen von Uniqlo mal ansehen, wie das Ganze sitzt. Auf jeden Fall muss ein brauner Hoodie her. Hier, wie gesagt, der ist ein bisschen zu locker, ein bisschen zu wabbelig und wie gesagt, da ist keine, also von mir einfach keine Kaufempfehlung, wie gesagt. Ist Geschmackssache, jeder kann sich das kaufen oder das tragen, was er möchte, aber mein Fall ist es hier auf jeden Fall nicht. So, und dann sind wir schon beim letzten Piece und das letzte Piece ist nochmal so eine dickere Flanell-Übergangsjacke hier gefüttert von H&M. Ich fand die sehr nice, wie ihr hier seht, die ganzen Farben sind so bräunlich, cremeweiß, schwarz etc. Sind gerade so diese Herbstfarben, beziehungsweise ich trage das eigentlich schon das ganze Jahr, aber dieses Beige, Creme, Schwarz, Weiß etc. ist schon im Herbst extrem gut, passt wirklich sehr, sehr gut und dementsprechend gibt es jetzt gerade bei H&M dieses Flannel hier, hat einen sehr, sehr coolen Fit, weil das ist ein Size M und die sitzt ein bisschen lockerer, also nicht allzu eng. Wirklich eine dicke Empfehlung, mir gefällt sie extrem gut. In den Ärmeln ist aber kein Fell drin, aber die sind auch gefüttert, das ist eigentlich auch wichtig, dass die Ärmel dann nicht zu dünn sind und wie gesagt, eine sehr, sehr coole Jacke, Size M und würde ich auf jeden Fall empfehlen. So, das war es auf jeden Fall mit meinen Klamotten. Jetzt habe ich noch drei Paar Schuhe am Start, die ich auch neu habe. Und wir fangen an mit dem ersten Paar Schuhe. Und zwar das erste Paar Schuhe sind ich habe mir ein paar schickere Schuhe besorgt und zwar von Lloyd. Ich habe die zugeschickt bekommen und ja, ich finde sie sehr, sehr nice. Deswegen habe ich habe sie halt neu. Deswegen wollte ich sie in ein Video noch mit reinpacken. Haben einen sehr, sehr coolen, cleanen Look. Gefällt mir extrem gut. Ob es jetzt zum Anzug ist oder ich sag mal zu einer Anzugshose oder einer Chino mit einem lockeren T-Shirt, kann man extrem cool kombinieren. Gummisohle finde ich sehr, sehr wichtig bei so einem Schuh. Wenn das jetzt eine Holzsohle wäre, würde ich den Schuh auf jeden Fall nicht empfehlen, aber in dem Fall ist eine sehr, sehr gemütliche Gummisohle am Start, hat den Schnürer oben drauf und ja, wie gesagt, ist einfach ein schöner, cleaner, ich sag mal Herrenschuh, Schnürer, gefällt mir wirklich gut. So, dann habe ich ein paar Schuhe zugeschickt bekommen und zwar von Gant. Und zwar wollte ich sie auch mit reinpacken, weil sie wirklich sehr nice sind. Und zwar sind das so Boots, Schnürboots, in dem Fall jetzt hier von Gant in der Kooperation mit Dime.
Die Schnürsenkel sind natürlich gewöhnungsbedürftig, aber das ist natürlich für gesorgt. Es gibt noch cremefarbene Schnürsenkel und diese Kombo gefällt mir extrem gut. Und ja, die Schuhe sind auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wer die mir kennt, die sind dafür bekannt, diese Schuhe, ich sag mal, herzustellen bzw. zu verkaufen. Und den Schuh in Kooperation mit Gant wirklich Materialien bis Look, bis alles ist wirklich sehr, sehr nice gewählt. Und ich kann mich auf jeden Fall darauf freuen, die in den kälteren Tagen dann auch anzuziehen. Wirklich sehr, sehr nice und vielen Dank nochmal. So, und dann habe ich noch mein letztes Paar Schuhe, und zwar mein letztes Paar Schuhe, was ich mir neu besorgt habe, sind die Jordan 1 in Low, in Triple White. Ich muss sagen, dass ich den Schuh bis jetzt noch nicht in meinem Kleiderschrank hatte in Low. Ich habe den nämlich in der Bread-Variante und in der Royal-Variante als High-Top. Ich trage die aber relativ selten und in der Low-Variante gefällt er mir extrem gut. Gerade aktuell mit diesem, ich sag mal, ein bisschen lockeren Look etc. Wenn man mehr casual oder mehr in den Street-Bereich reingeht mit Hoodie etc. gefällt es mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, wirklich hier eine dicke, dicke Empfehlung. Diese Triple-White-Variante, eine sehr gute Alternative zum Air Force One. Und ja, wie gesagt, ein sehr schöner Schuh. Und was mir gerade bei so einem Schuh auch extrem wichtig ist, halt, wenn man den Schuh von oben sieht. Also wenn man quasi runterschaut und es gefällt einem, und das tut mir auf jeden Fall hier in dem Fall ja sehr gut gefallen. Dementsprechend Jordan 1 in Low, in Triple White. Auch den würde ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Wer sowas tragen möchte, auch hier eine dicke Empfehlung. So Leute, und das war es auf jeden Fall mit meinen Latest Pickups. Wie gesagt, ein paar Sachen gehen auf jeden Fall wieder zurück. Das T-Shirt, wie gesagt, könnt ihr gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist meinem Kanal folgen und unten in die Kommentare Hashtag Gewinnspiel mit reinschreiben. Und dann seid ihr schon am Start. Und ja, vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo dazulassen und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute.